Ja, hallo zusammen, ist der Fox-Kommissar 70 Mitarbeiter Guest Replay und ihr seht es, ich muss gleich beginnen. Das Replay ist nicht lang, das Video. Ja, und hier haben wir den Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X hier mit dem 7er Premium-Panzer der deutschen Fraktion. Mittlerer ist das der Panther M10 in einem 7er 6er Gefecht auf der Map Provinz im Südwesten gestartet. Ihr seht da auch die Feldausrüstung, Lüftung, die erbeutet auf 1, auf der 2, die erbeutete Ansetzer auf der 3, die Optik, Munitionsverteilung 20, 60, 2, kleines Medkit, kleines Redkit und Schokolade für die deutsche Crew. Ja, 7er, 6er Gefecht, wir haben hier 7, 7er, 8, 6er, darunter 4 Heavys, 4 Mittelpanzer, 4 DDs, 2 Lights und eine Arti. Ja, wie gewohnt geht es um die dritte Gunmark bei diesem Panzer und er hat mir geschrieben, ja, eigentlich hat er gar keine Lust mehr drauf gehabt auf diesen Panzer, weil er wieder von 95% runtergedroppt ist bis zu 93 und dann hat er eine gute Runde hingelegt und ja, und dann ist er doch dabei geblieben und dann ist diese Runde hier zum Schluss entstanden. Ja, wie gesagt, es geht rein um die dritte Gunmark. Das Gefecht geht nicht lang und wir schauen ihn hier ein bisschen über das Rohr. Eine Mission hat er nicht am Start. Werte zu dem Panzer sage ich jetzt auch nicht. Hätte ich noch rausholen können, aber ihr kennt den M10 direkt. Ja, ich glaube schon, ihr kennt den. Ja, er hat erst hier von hinten gespottet, von dieser Position hier. Ein T20 haben wir da. Macht auch ein bisschen Damage. Zack. Da gibt es Aufklärungsschaden 1052. Schon ist der Aufklärung Unterstützungsschaden auf 2672. Das sah schon mal ganz gut aus. Da dachte er, Mensch, da brauche ich ja nicht mehr viel. So, beim Schiri abgeprallt. Jetzt wurde gespottet. Und die Flitzekatze der Gegenseite haut ihn erstmal zwei kleine Böhnchen rein. Okay. Und dann sagt er sich, ich drehe mal hier ab und fahre in Richtung Gegner. Vielleicht kann ich noch mehr aufklären. Und kriegt noch ein bisschen Aufklärung und Unterstützungsschaden. Und das macht er jetzt auch. Fährt hier am E25 vorbei. Am schweren Panzer 6. So. Gleich nach vorne. Steht zum 5 zu 1. Und hier in der Ecke steht die Flitzekatze der Gegenseite. Ja, da fängt er sich einen Schuss ein, gibt er ab, ein HP und zack, mit dem nächsten Schuss nimmt den E25 raus. Erster Kill. So. Da kriegt er natürlich vom Schrie eine. Ich glaube, hier kommt er nicht mehr weg. So wie das ausschaut, ist hier fleißig am Aufklären. Munitionslager. Da kriegt er aber richtig welche. Wird noch repariert. Und da kommt der Schiri und nimmt ihn raus. Ja, 7 zu 3. Gerade mal 3 Minuten gespielt. Und wir sehen einen Aufklärungs- und Unterstützungsschaden von 4.225. Er wechselt hier jetzt noch auf einen anderen Panzer, auf den Leo seines Teams. Und später dann noch auf einen anderen. Ich mache jetzt, was ich noch nie gemacht habe, ich mache ein bisschen das Video schneller. Weil, ja, das wird ein Sieg. Und wir kommen nachher gleich zu den Stats, aber vorher gucken wir uns nochmal das ein bisschen schneller an, den Rest. So. Ja, natürlich bin ich gesprungen, 15 Sekunden, ich Idiot. So, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen schneller gemacht hier. Ich versuche auch da einen Timestep reinzumachen, aber wir können uns mal ein bisschen das schneller angucken. 9 zu 5. Hat auf den Panther gewechselt. Statt schneller zu machen, habe ich den Pfeil rechts gedrückt und bin einmal gesprungen. Naja, macht auch nichts. Wie gesagt, es geht nur um die dritte Gunmark. Er ist so Kamikaze-mäßig nach vorne gefahren und hat sich gesagt, na, vielleicht funktioniert es. Und es hat funktioniert. So, hier gibt es noch ein bisschen Schlagabtausch. Und da fliegt der Panther auch raus. KV-2 hat auch... Und hier, oh, die flitzen aber richtig los hier bergauf, ne? Cromwell B und die Flitzekatze. So, 12 zu 7. Und da geht er zwei. Ja, und da bleibt nur noch der Letzte da im Bunde. Und die Runde ist zu Ende. Wir sehen uns in den Stats.
So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, sorry, dass ich da kurz gesprungen bin und dann den Rest beschleunigt habe, aber es ging allein hier um die dritte Gunmark. Ja, Überschrift M10. Ja, und dann haben wir hier die dritte Gunmark. Ja, die neuen Ringe auf dem deutschen Rohr. Wunderbar. Erste Klasse Speer, 117.014 Credits. XP kommen wir später. Dann gab es hier sogar den Aufklärermedaille und den Wachposten. Jemand Teamscore 76 hat er selber Damage selber gemacht. Ein Kill. Aber hier die meisten XP abgesahnt, ne? 1152 hier mal in den Report rein. 8-mal geschossen, 7-mal getroffen, 6-mal durchschlagen, 388 Damage über 300 Meter. Und das ist hier da die dritte Gunmark. 3394 Aufklärungsunterstützungsschaden. Weitere Teammitglieder, ne? 720 Meter gefahren, dafür gab es 60.007 und 27,3. Das ist sehr witzig hier, ne? Ja, macht eben zusammen 117.014. Auch interessant, dass es hier 14 macht, ne? Also 7 und 3 macht bei mir 10 und nicht 14, aber egal. Dann haben wir hier ja, Reparatur, Munition und kleine Kits. Ja, hier Reparaturkit und Medkit. 84.202 Credits, hat er raus sogar. Sein Gameplay war 2 Minuten 45. Ja, dann hat der Schiri ihn rausgenommen. Ne? Und das ganze Gameplay war bei 5 Minuten 50 zu Ende, nicht mal 6 Minuten. Und dann haben wir hier die Basis-XP von 1.852 und ein Bonus fürs Premium-Fahrzeug 346. Und dann haben wir 2.074 XP und 87 freie Erfahrung. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es so ein kleines, kurzes Stück nur war. Ne? Immerhin ist das hier der Panzer 261. in der Liste vom Herbolzheimer, der die dritte Gunmark erreicht hat. Ja, oder ausgezeichnet wurde, wie ihr wollt. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.